Der Prinz hat die Entdecker zu dieser Insel gesandt. Ihre aufgelösten Leichen und ihre blutige Kleidung ist alles, was von ihnen noch übrig ist. If Aruihi intends on repeating his mistakes, I am thinking he will not stand for long against the foreigners. To the depths with him then. Wenn Aruihi seine Fehler unbedingt wiederholen möchte, vermute ich einmal, dass er sich gegen die Fremden nicht lange halten kann. Also ab in die Tiefe mit ihm. Imbata spuckt in den Sand. The Prince of Nekitaka should put the wishes of his people over his ambition. Der Prinz von Nekitaka sollte die Wünsche seines Volkes über den eigenen Ehrgeiz stellen. Ja, fangen wir erstmal, was ist so gefährlich am Mutari Kosi? We do not venture into the deeper jungle, but we know it for what it is. A place where nature has gone mad. Wir werden uns nicht tiefer in den Dschungel hineinwagen, aber wir wissen genau, was er ist, ein Ort, an dem die Natur wütet. Er schweigt lange genug, um dadurch seinen Worten die Bedeutung zu verleihen, die sie verdient haben. It is not for me to explain the tales of our people, but I warn you to keep your distance. Mutare Okosi has claimed more lives than you would guess. Es ist nicht meine Aufgabe, die Geschichte unseres Volkes zu erzählen, aber ich warne dich, halte dich fern. Mutare Okosi hat schon mehr Leben gefordert, als du vermuten würdest. Sag es mir doch einfach, wie viele leben. Imagine a number. It is more, I say. Stell dir einfach eine Zahl vor und es sind weit mehr, möchte ich mal behaupten. 1 Million? This island soured in an age when tribes were vulnerable and separated from their kin. It grew teeth where none had sprouted before. Imagine the feast laid out for an opportunistic glutton. Auf dieser Insel ist zu einem Zeitpunkt alles schiefgelaufen, als die Stämme verwundbar und voneinander getrennt waren. Der Insel sind Zähne gewachsen, wofür keine waren. Stell dir einfach das Festmahl vor, ausgebreitet für einen opportunistischen Vielfraß. Und warum schützen die Wahaki die Insel? We plan for the day when we will recover our past, where we left it. On the shores of Lost Ukaizo. Wir bereiten uns auf den Tag vor, an dem wir unsere Vergangenheit dort wiederfinden, wo wir sie zurückgelassen haben. An den Ufern der verlorenen Insel Ukaizo. While foreigners take our lands out from under us, that future grows more distant. Solange die Fremden uns das Land rauben, bleibt diese Zukunft in weiter Ferne. Er schnaubt und schaut in Richtung des Ufers. The ruins in the deeper jungle. They are too precious to risk in an outsider's hands. Die Ruinen tief im Dschungel, sie sind viel zu kostbar, um zu riskieren, dass sie in die Hände eines Fremden fallen. Ja, sagen wir mal, dass wir auf der Suche nach der Expedition sind. Er tauscht einen vorsichtigen Blick mit den anderen Kriegern. Zwischen ihnen geht etwas heimlich hin und her, vergraben unter Schichten von ausgetauschten Blicken und gegenseitigem Verstehen. You will find only bones and ruin, blighted with decay and worse. Du wirst hier nur Knochen und Ruinen finden, vom Verfall geplagt und Schlimmeres. The deeper jungle is fouled. Nature is wrong here. And your very presence makes her drool with hunger. Tiefer im Dschungel sind schreckliche Dinge. Die gesamte Natur wurde dort auf den Kopf gestellt und schon deine bloße Anwesenheit lässt seltsamen Kreaturen vor Gier das Wasser im Mund zusammenlaufen. Sie? Embetta schweigt weiter, doch sein Blick spricht eine Warnung aus. Danke für die Warnung, aber ich werde mich jetzt auf den Weg machen. Rusare does not share my reservations about you. And I have several of those. If you earned her confidence, I would be a poor excuse of a warrior to stand in your way. Rosare teilt meine Vorbehalte dir gegenüber nicht. Ich hingegen habe gleich eine ganz andere Reihe von Vorbehalten. Wenn du dir jedoch ihr Vertrauen verdient hast, wäre ich ein schlechter Krieger, wenn ich dir im Weg stehen würde. But I would be an even poorer host if I stood aside and allowed the beasts of the jungle to suck your marrow. You see how I am torn in half. Ja, aber ich wäre ein schlechter Gastgeber, wenn ich einfach beiseite stehen und dem Bestien des Dschungels erlauben würde, das Mag aus seinen Knochen zu saugen. Siehst du jetzt, wie innerlich zerrissen ich bin? Mit seinem Zeh zieht Imbata einen Strich in den Sand. In Gedanken verloren blickt er darauf herab. Du hast dich sehr ehrenhaft verhalten. Lass es mich dir nachtun und trennen wir uns als Freunde. Er betrachtet dich interessiert. Zuerst hast du keine Ahnung, wie er reagieren wird. Dann stößt der Sand über den Strich, den er gezogen hat. Mögest du lang genug leben, um sauberere Ufer zu sehen als diese Fremde. Respektvoll neigt dem Beta den Kopf. Ja, Loading Screen, der mal wieder ein bisschen verbuggt ist. Ich frage mich, ob das immer noch an meinem Speicherstand liegt mit den Patches oder
ob das einfach so ist, wie es ist. Ja, das Zwielicht, dich nervt mich noch ein bisschen. Wir sind allerdings mittlerweile gütig schlau und rational voll. Leidenschaftlich ehrlich, diplomatisch und stoisch könnte besser sein. Sklavenhändler hassen uns immer noch. Alle anderen mögen uns einigermaßen. Auch die Hauptfraktionen. Die Prinzipien sind bei 5, ganz voll sogar. Ja, Huana und Valianische Handelsgesellschaft haben ein bisschen Minus, aber das ist jetzt nicht so schlimm. So, gucken wir uns erstmal die Grabstätte an, bevor wir nach Mutari Ekosi, also die Ruinen, gehen. Ja, Gebiet absuchen. Du findest einen seltsamen Gegenstand auf dem Boden. Ranken schlängen sich vollständig um ihn und pressen ihn fest an den Boden. Dir gelingt es, die Ranken wegzureißen. Allerdings bemerkst du dabei, dass sie sich deinen Bemühungen seltsamerweise entgegenzustellen scheinen. Nachdem du sie entfernt hast, erkennst du, dass es sich bei dem Gegenstand darunter um eine Arkebuse ungewöhnlicher Fertigung handelt. Verdorbenes Herz. Oh, cool sieht sie schon mal aus. Genauigkeit gegen Abwehr. Ungenau ist klar. Kritische Treffer, ja. Nicht für den Nahkampf. Schleier durchdringt. Ist außergewöhnlich. Lebendes Holz. Chance bei einem Angriff einen kegelförmigen Flächenzauber mit Zersetzungsschaden. Von sich selbst aus sowie Humpeln auf das Ziel zu wirken. Ein kleiner in Ölhaut gehüllter Brief lag bei der Arkebuse im Grab. Die niedergeschriebenen Buchstaben sind blockartig und weitschweifig. Nun hast du es geschafft, Dummkopf. Ich weiß nicht, ob du ein Grabräuber bist oder nur rein zufällig Glück hattest, aber du hast auf jeden Fall ein paar Probleme eingebrockt. Du hast das Gewehr gefunden und ich vermute nicht, dass etwas, das ich schriftlich hinterlassen habe, dich davon überzeugen wird, es wieder dorthin zu legen, wo du es gefunden hast. So sei es. Höre zu und höre gut zu. Es gibt dunkle Stellen in gewissen Wäldern, an denen Seelen nach dem Tod verweilen. Galgen, Treibsand, Totholz und so weiter. Orte, an denen Menschen ihr Ende gefunden haben. Die blöde Aussprache. Korrumpierte Form eines Antrags an. Finde diese Orte. Sie sind hungrig für Seelenenergie. Ich habe sie gesehen. Es war meine Aufgabe, sie aus den Wäldern zu vertreiben und sie und andere Monster. Und ich dachte, das ich mache das verdammt gut. Gut genug, um stolz zu werden und dumm. Ich habe eine große umgebracht, eine Mempelqua-Matriarchin. Eine gemeine Hündin war sie grausam und hungrig. Habe gedacht, ich verwandle sie in eine Trophäe. Habe ihr verborgenes hölzernes Herz entnommen. Ihr verbogenes hölzernes Herz. Und ein neues Werkzeug meines Berufes erschaffen. Am unteren Ende des Briefes ist eine leere Stelle, als ob ein Stück Text fehlen würde. Ja. Okay, weiter. Gucken wir, ob wir noch was finden. Ein ganz normaler Zweihänder und das war's auch schon. Ja, wenn ich wieder Maya in die Gruppe nehme, dann können wir das mal ruhig benutzen. So, Mutari Ekosi. Betreten wir die Ruinen. So. Ach, nebenbei, wir haben ja die letzte Zuflucht noch ein paar zusätzliche Sachen. Ja, ein lokaler Kartograf hat die Insel entdeckt, blablabla. Embata aus dem Wahiki-Stamm war derjenige, der den Prinzen warnte, niemanden mehr nach Mutari Ekosi zu schicken. Embata, ein Wahiki-Krieger, schickte dem Prinzen einen kleinen Fetzen des Expeditionsleiters als Warnung. Irgendwo in den uralten Gebäude wartet das Wissen von Ukaiso darauf, entdeckt zu werden. Der tiefe Dschungel und überwucherte Ruinen warten auf mich. Okay, mal gucken, wie groß ist das hier. Es geht von der Größe. Bald hier.
Oh, ich habe Taschendiebstahl begangen. Ups. Komm, Blanca! Help me! Komm, Panka, hilf mir. Dornbedeckte Riemen umschlingen die valianische Frau und quetschen sie immer mehr in eine tödliche Umarmung ein. Die Rede wird unterbrochen, als sich plötzlich eine Ranke um ihre Mitte feste zusammenzieht und ihr beinahe den Atem raubt. Sie beißt die Zähne zusammen, stemmt sich gegen die Ranken und versucht genügend Freiraum zum Atmen zu finden. Batso, stinkendes Unkraut. Sie betrachtet dich mit müden, blutunterlaufenden Augen. Was ist mit dir geschehen? We were shadowing a Juana expedition, trying to figure out what they were after. Direktor Castor schickt uns. Wir sind einer Huana-Expedition hinterhergeschlichen und wollten herausfinden, was sie vorhatten. Ihr Blick wandert hin zu den äußeren Grenzen der sichtbaren Ruinen. Corpses, all of them. But we couldn't turn our backs on the mission, so we went deeper into the jungle. Leichen alle, aber wir konnten die Mission nicht einfach abbrechen, also sind also tiefer in den Dschungel vorgedrungen. Was hast du herausgefunden? North of here, there is a golden disc, big, heavy thing. One of my mates took a piece of it. Everything went wrong after that. Nördlich von hier gibt es eine goldene Scheibe, ein großes, schweres Teil. Einer meiner Kumpel hat sich ein Stück davon genommen. Danach ist auf einmal alles schief gelaufen. Something took us while we rested. Oh gods, I woke up and there was a flower growing out of my casita's mouth. I started pulling weeds out from between his teeth. Etwas hat uns genommen, als wir uns ausgeruht haben. Oh Götter, ich wachte auf und aus dem Mund meines Casitas wuchs eine Blume. Ich habe begonnen, Unkraut zwischen seinen Zähnen hervorzuziehen. Then I got hit from behind and woke up here. Dann erwischte mich ein Schlag von hinten und später bin ich hier aufgewacht. Wie kann es denn sein, dass bereits zwei Expeditionen es für sich in Anspruch nehmen, diesen Ort entdeckt zu haben? There is something guiding the creatures here. A woman, I think. She gets under your skin. Irgendetwas leidet die Kreaturen hier. Eine Frau, vermute ich. Sie geht dir einfach unter die Haut. Balita greift sich mit einer zitternden Hand an die Schläfe. I only caught a glimpse of her in passing. Huge. And her daughters are none too fond of outsiders. Ich habe nur im Vorbeigehen einen kurzen Blick auf sie erhaschen können. Sie ist riesig und ihre Töchter mögen Fremde nicht gerade. Du hast etwas von einer goldenen Scheibe erwähnt. It was already missing a piece by the time we got here. The most I saw were a bunch of Juana's scribblings. Wir haben nicht viel darüber erfahren können. Als wir dorthin kamen, hat bereits ein Stück gefehlt. Das Einzige, was wir entdeckt haben, waren ein paar Kritzeleien der Juana. I wager it was what the other expedition came to find. Not that their luck was any better than ours. Ich wette, genau das ist es, was die andere Expedition finden wollte. Nicht, dass sie mehr Glück gehabt hätten als wir. Erstmal sehen, ob wir was gegen diese Reben unternehmen können. Thank you. Only I don't know how we're going to manage it. Vielen Dank. Es ist nur, ich weiß nicht, wie wir das schaffen sollen. Sie zerrt an den verwirrten Knoten aus Vegetation. Wenn ich die größeren Reben wegziehen würde, könntest du dich dann dort herauswinden? Okay. Maybe. This vine is squeezing me hard enough to make a chore of it. But I am needing all the help I can get. Ach, vielleicht diese Rebe quetscht mich so hart, dass es ohnehin schon unerträglich ist. Ich brauche jede Hilfe, die ich bekommen kann. Sie bietet dir ein ermutigendes Nicken an. Ja, den Reben mit deinen Händen ziehen. Madiko, the damn thing is getting tighter. Ihr geht, Madiko. Das verdammte Ding zieht sich immer fester zusammen. Balita schreckt zurück und beißt voll entschlossen halt die Zähne zusammen. I hope that you have a strong grip, Frero, or this could end poorly for me. Ich hoffe, du verfügst über einen starken Griff, Ferrero, sonst könnte das übel für mich ausgehen. Idee, wer wär's, wenn du dich daran versuchst? Vielleicht kann ein anderer Plan zum Erfolg führen. Wenn du das sagst, Belita sieht sich mit gerunzelter Stirn an. An den Reben ziehen. Ich? Der gute alte Idee? Idee spannt und entspannt seine Hände einige Male und streckt dann jeden seiner befreiten Finger aus. Er lächelt wie ein Mann, der seinen Zweck im Leben gefunden hat und damit zufrieden ist. Er greift sich die Ranken zart an und beugt sich dabei zurück. Man sieht, er strengt jeden Muskel seines Körpers gewaltig an. Mit einem feuchten Schnappen gibt die größte Ranke Balita endlich frei. Es ist schön, gebraucht zu werden. Auf einmal spürst du ein seltsames Gefühl am Hinterkopf, als ob etwas darüber krabbeln würde. Fiend, remove yourself from our domain.